Heute erzähle ich euch 10 Dinge, die ihr garantiert noch nicht über unsere Parteien in Deutschland wusstet. Du hast die Macht. Im SPD-Image-Shop, ja, den gibt es wirklich, kosten 100 SPD-Kondome 49 Euro. Ob das wohl gut bei den Frauen ankommt? Nur noch 16% der SPD-Mitglieder sind Arbeiter. 1956 waren es noch 40%. Heutzutage hat wohl echt gar keiner mehr Lust zu arbeiten. Boah, war der schlecht. Ludwig Erhard war zwar für die CDU von 1963 bis 1966 Bundeskanzler und sogar Vorsitzender der Christdemokraten, aber nie Parteimitglied. Ein veröffentlichtes Werk des Großvaters von Karl Theodor zu Guttenberg, der fast genauso, nämlich Karl Theodor Freiherr von und zu Guttenberg hieß, trägt den Titel Fußnoten. Als einzige Partei haben die Grünen 2012 keine Mitglieder verloren. Ihre Zahl blieb stabil bei knapp 60.000. Alle anderen Parteien haben sich hingegen dezimiert, allen voran die SPD, die 12.000 Mitglieder verlor und damit jetzt circa bei 477.000 Mitgliedern steht. Das meistgeklickte Video auf dem YouTube-Kanal der Grünen ist eine Anleitung zur Facebook-Privatsphäreneinstellung. Die FDP hatte in der letzten Bundestagswahl 2009 noch 14,6%, steht in aktuellen Umfragen aber bei nur noch 4-6%. Ob da dieses Jahr wohl die 5%-Hürde geschafft wird? Die Abkürzung FDP wird auf Twitter im portugiesischen Sprachraum häufig für das Schimpfwort Filho da Puta verwendet. Ja, fände ich als FDP jetzt nicht so geil. Der Frauenanteil ist vollkommen überraschend im Vergleich aller Parteien bei den Piraten mit 5-15% am niedrigsten. Die meisten Frauen hingegen gibt es bei der Linken, da sind es nämlich 37,3%. Bei den Berliner Piraten kann man die sogenannte Ponytime ausrufen, wenn eine Diskussion zu stressig wird. Dann schauen alle zusammen zur Beruhigung eine Folge My Little Pony. So, das waren jetzt 10 Fakten zu unseren Parteien. Kanntet ihr davon schon welche oder kennt ihr noch mehr? Schreibt es gerne in die Kommentare. Außerdem solltet ihr diesen Kanal unbedingt abonnieren, denn morgen geht's schon direkt weiter. Ich bin Tomatolix und tschüss! Hallo liebe Zuschauer von Du hast die Macht, Falk von Wissen der Kisten hier. Ein wichtiger Bestandteil unseres politischen Systems sind bekanntermaßen die Parteien. Parteien, das